Hallöchen, Freunde, da seid ihr wieder zu Wario Land. Ja, Super Wario Land oder Super Mario Land 3 oder ist ja egal, wie ihr das haben wollt. Und ja, wir sind hier am Ziel von irgendeinem Kurs, ich weiß gar nicht mehr, welcher da war. Aber ich will mal probieren, komm mal. Ja, genau. Ich habe ja gerade Testaufnahmen gemacht und habe dabei das rausgefunden. Und ich wollte mal gucken, ob ich das normal hinkriege oder ob das jetzt purer Zufall war. Und so kann ich auch den Geheimgang nehmen. Ching, ching. Und wir sind durch die Secret-Tür. Finde ich voll geil. Und ja, einmal ein bisschen Side-Game machen. So, was nehmen wir an? Links oder rechts? Ich könnte 110 kriegen. Ach, ich nehme mal links. Obwohl, oder? Ja, es ist richtig. Oh, geil. So, ich sag jetzt ist er rechts. Oh yeah. Oh, wenn ich nochmal richtig liege, kriege ich 440 Münzen, Freunde. Oh ne, geht so raus. Wisst ihr was? Das reicht. Ich hab verdoppelt, ne, vervierfacht. Das ist Bombe. Haha, hab ich kein Glück. Haha. Ja, erzähl schneller, Mensch. Freunde, ihr seht schon, das geht halt ein bisschen speedful. Und jetzt zeige ich euch dort Secret-Dingensen hier, ne? Genau, das ist nämlich eigentlich nur so ein... Naja, ich weiß ja nicht, was das richtig weiter darstellen soll. Ich bin da noch nicht ganz schlau draus geworden. Ich meine, ihr kennt das Level noch von früher. Und ich weiß, was hier ist. Da muss man einen Stier haben, eine Stampfattacke und denken... Hier wird immer so ein Dingensen hier und hier gibt's immer... Das ist so ein Münzverdienlevel irgendwie. Also man kann hier so stampfen, bam, tackeln, weg, bams, oh, ha. Ach, das sind ja die komischen Herzblocker. Die sind ja auch überall versteckt. Bei alle paar Meter hat man hier genau so einen Block drin und da, naja. Das ist so zum Level und Münzen aufladen. Ich finde das ein bisschen albern, aber okay. Nicht mal ein Schatz oder so, wisst ihr, da hast man eigentlich mal eine Abzweigung und dann kommt nichts. Was ist das für eine Scheiße? Ah, hat sie doch so ein Verrückter aus. Ich dachte, ich sehe das doch. Ja, bams. Haha, auf die Fresse. Noch ein Herzblock, super. Ich nehme alles mit, Freunde. Ich zeig euch jeden Fitzel und sein muss. Ich habe gesagt, jeden Fitzel. Danke. Oh, bams. Oh, ich dachte, hier ist noch so ein Vieh. Nö. 110 Münzen, das muss weichen. Zack. Und da das ja ein optionales Level ist, das kannst du aufmachen, wenn du willst. Also, wenn einer Geld braucht, denn wisst ihr, wo er findet, ne? So sieht's aus. Ja, schneller nach. So, links oder rechts, Freunde? Ich habe gerade mit links ziemlich viel Glück gehabt, dann mach ich nochmal. Oh yeah! Oh, nochmal. Nee, jetzt, ich sag jetzt, das ist aber nochmal links. Ja, Mann, hab ich ein Glück, Alter! Was ist das denn? What the hell? Oh, 360 Münzen, Freunde. Ey, wenn ich nochmal richtig liege, krieg ich 720 Münzen. Nee, das mach ich nochmal. So, links, links. Ist jetzt nochmal... Nee, ich sag jetzt, das ist immer rechts. Komm schon, und... Nein, scheiße. Oh, verdammt, Mann. Oh, Freunde, das wäre echt gewesen, wenn ich jetzt verdreifacht hätte in der Zeitbus. Nee, halt, das ist ja sogar verachtfacht. Oh ja, so ist es nur vervierfacht. Aber das reicht ja auch, ne? Nee, verdoppelt. Ach, ist ja egal. Eine Menge Kohle. So, aber jetzt... Jetzt muss ich, glaube ich, das normale Level nochmal weitermachen, Freunde. Das könnte ich jetzt theoretisch cutten, oder? Ich renne einfach ganz schnell durch. Ihr seid mir jetzt gerade alle ein bisschen egal. Geh doch mal weg, ich brauch euch grad nicht. Wow. Haust du ab, du komische... Was auch immer du darstellen sollst. So eine Stachel-Schildkröten-Hummerkrabbe. Ich weiß es nicht, halt auf jeden Fall wahrscheinlich. Hier mal... Na, das mag ich bei dem Ding da nicht. Das bringt nichts. Zack. Zack, überall rüber, hier noch ein bisschen Geld mitgenommen und dann ist man ja schon wieder fast durch. Das geht doch schnell, du Arschkeks, Alter. Hier mal aufs Maul. Boah. Schwitz. Der kleine Pickel hier wird mich noch umbringen, wenn ich so weiter mich so doof anstelle. Ja, jetzt komme ich da nicht ran, weil ich nicht tackeln kann und so. Ja, genau. Ah, Scheißendreck. Springen! Oh, warte mal, wenn man hier runter gesprungen... Ja, genau. Was war das denn? Okay, das vergessen wir jetzt mal ganz schnell. Ach, wie doof. Egal, jetzt bin ich wieder groß und ihr kriegt alle auf die Fresse. Oh, Mann, ich hab den noch von hinten angetackelt, Mann. So, hier ist jetzt ein Knoblauch drin, oder? Was Gutes. Komm schon. Ach, Feuer, das Bombe. Super. Ja, Burn, Motherfucker, ihr stinkenden Mistviecher. Geht alle sterben! Ach, komm doch mal hoch, Mann. Patz, genau, und noch mehr Feuer. Hahaha, alles abgekokelt. Ist das voll mies, da. Ach ja, Freunde, das ist ja jetzt schon wieder eine Idee, wo ich Mario... Ich hab einen Let's Play angefangen und dann mache ich den zweiten Part Ewigkeiten. Das ist auch fies, oder? Ah, hier, alles kaputt machen. Bam, 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 bam. Ja, kaputt. Genau. Zack. Ach, zack. Und let's go. Und durch. Und überall. Und springen. Und zack. Und hebbar. Bams. Haha. Bams. Haha. Loser. So. Und durch jetzt hier. Kann doch nicht sein. Ich halte mich viel zu lange hier ran auf. Geh doch mal hoch. Mein Gott, das dauert doch mal Ewigkeiten. Nein, dort doch nicht. Nach oben. Los. Genau. Münze und weiter geht's. Level fertig. Haha. Ja, ich wollte noch das Bonuslevel schnell zeigen. Das musste sein. Ja, genau. Ist gut. Wir machen's mal einfach. Ich mach's mal jetzt ganz schnell. Okay, das war recht. Das war gut. Nochmal hier. Oh, das ist gut. Okay, wir haben verdoppelt. Yay. Ich weiß, das ging jetzt extrem schnell, aber ich will ja in dem Part ein bisschen noch was schaffen. Vielleicht so bis Boss-Level vordringen, weil da kann man wieder schöne Tricks zeigen. Und ich zeige euch den ersten Boss natürlich. Das ist ach du Scheißen, Dreck, haust ab. Geh weg. Patz, papatz, alle wegbrennen hier. Das ist schnell. Dort ist richtig assi hier. Da muss man so einen komischen Balanceakten mitmachen. Oh, das Hecke Hass. Scheiß auf dort eine Herzzahl, das will ich nicht. Boah, jetzt muss ich hier kurz warten. Ich kann aber so beschleunigen. Ihr seht's ja. Weil das spielt hier richtig ab. Ist das fies? Jetzt hab ich mich. Hä? Ich hab da gar nicht. Ach, Freunde, vergesst es. Jetzt müssen wir im Normalzustand hier durch. Ist das ein Geniestreich? Okay, ich sollte vielleicht nicht ganz so viel beschleunigen. Wie ihr gesehen habt, kann man sich damit schnell mal die Füße brechen. Alles kaputt machen hier. Nicht beschleunigen, Freunde. Nicht beschleunigen. Schneller. Weil das gibt immer so eine gewisse Zeitverzögerung, merke ich gerade. Aber ich bin nicht so schnell wie sonst auch. Schneller, schneller, schneller. Kommt's. Wow. Oh, jetzt kommen wir hier, du Block. Warte ich ja ewig. So, jetzt aber ganz gechillt hier ducken. Durch. So. Fein. Was ist das hier? Ein Herz. Was bist du für ein komischer Evil? Das sieht aus wie der Devimon aus der zweiten Digimon-Staffel oder so. Oder war die erste? Ich weiß es nicht. Das sah aus wie so eine Evil-Taube. Keine Ahnung, kann ich auch nicht richtig identifizieren. Aber das sieht so aus. Keine Ahnung, wie ich darauf jetzt gerade komme. Ist egal, war. Noch so ein Vieh hier. Platsch, genau, Matsch. Das ist ja auch gar nicht gefährlich hier, ne? Das ist gar nicht gefährlich, ne? Freunde, guckt euch das an. Oh, eine Knoblauchzehe, super. Und dann patz, patz, patz. Schnell durch hier, Freunde. Weg! Es kommt, es verfolgt mich. Patz, patz. So, genau, durch hier. Das ist schneller. Oh, was ist das hier? Gar nicht, ein Herz. Ach, Tür, super. Wir sind angekommen, Freunde. Ach, genau, hier gab es einen Trick, Freunde. Pass mal auf jetzt so. Matsch! Und ein Zehner. Ja, wenn der auf den Gegner auffällt, dann hier bitte mal eben ordentlich Kohle dafür, ne? So, los, komm runter. Zack. Ha, very geil, oder? Boah, das habt ihr auch noch nicht gesehen. Na doch, bestimmt schon. Ich werde eigentlich auch schon mal am anderen Let's Play gesehen, aber ich habe damals einen Gameboy rausgefunden, aber durch Zufall. Ja, Mann, genau. Werd doch mal ein bisschen schneller. So, was ist hier? Oh, schlecht. Ah, dann ist das jetzt aber rechts. Ah, genau diese Denken, Freunde, dürft ihr nicht machen. Ihr dürft nicht. Ja, dann ist es jetzt immer. Warte, jetzt links, links und dann. Ich sag, jetzt ist es nochmal links. Siehst du? Man muss so ein bisschen logisch rangehen. Man darf nicht sagen, naja, wenn es jetzt aber falsch war, dann ist es jetzt so richtig. Nee, nee, Freunde, so geht das nicht. Weil ich glaube, dadurch erschaffen sich viele ihr eigenes Pech, weil sie denken, da muss es jetzt sein. Jetzt muss gar nicht. Das Einzige, was man muss, ist sterben. Und okay, das klang jetzt schon wieder viel zu philosophisch. Wir sind im Let's Play. Das muss ich mir unbedingt abfühlen. So, Kurs 5, Freunde. Das ist ein Boss-Level. Cool, oder? Scheiß Messerschmeißer hier, geh weg, haust du ab. Oh, toll, so ein riesen Gegner, wisst ihr, der gibt nur eine Münze. Das ist ja auch voll das geile Verhältnis. Na, oh, schnell durch hier. Oh, bam. Ah, komm runter, los. Zack. Hey, Matsch. Ching, ching. Zehner. Den habe ich abgegrabt. So, jetzt nicht denken, ja, aber könntest du hier drunter stehen bleiben und jetzt eine Rammattacke machen? Nee, dann springt man nämlich genau oben rein und wird in dem Moment dann von seinen Stacheln eben mal zerfetzt. Voll geil. Ach, ich liebe diesen Trick, ja. Hier einfach durchlaufen. Versuch gar nicht erst die Münzen zu kriegen, Freunde. Bringt bloß Unglück. Aber den 10er hole ich mir noch. Zack, Matsch. Na los, kommen die zwei noch. Ja, genau. Boah, das sah ja auch gerade ein bisschen laggy aus. So, Freunde, wir müssten da beim Boss sein. Ih, was sind das denn für coolen hier? Denn die erinnere ich mich ja schon wieder gar nicht mehr. Ach, hey, noch so ein Typ hier. Ja, genau, willst du denn lang, Mann? Speicherpunkt? Oder Bosslevel, warum nicht, ne? Beim Bosslevel gibt's nämlich eh... Ach, hier, ich glaube, das ist noch so ein Trick, ne? Ja, was? Raus so ab, du Bengel, Alter. Oh, ist der fett, Alter. Auf immer willst du langsam, Freunde. Also, ihr merkt das jetzt wahrscheinlich nicht, weil YouTube leckt das halt immer sowieso. Aber ja, das leckt gerade ein bisschen extrem hier. Ein Stier. Geil. So sieht's aus. Hier, geh mal weg. Bams, haha, weggetackelt. Aber hier war das doch so mit dem coolen Trick, ne? Wo war denn das? Pass mal auf. Da gibt es was ganz Cooles. Ach, geh weg hier, Stinker. Hier war irgendwo erstmal, hier genau, eine Tür, weil ihr seht schon, hier ist, bam, ein bisschen Zeug drin, ne? Oh, Herzen, brauche ich nicht. Aber okay, ich zeig euch das mal. Hier ist, das sehen wir, glaube ich, zum ersten Mal jetzt hier so ein Block, den kannst du changen und dann ist halt das Ding da weg. Jetzt kann man die Herzen einsammeln und ching, ching, ich hab ein Leben, super. Wow, was eine Erkenntnis, Freunde, oder? Patz, kaputt hier. Matsch. So, Freunde, der Bossgegner erwartet uns. Oh Mann. Und es ist ein Bowser-Verschnitt in schwarz. Den finde ich ein bisschen assi, weil der ist ein bisschen schnell irgendwie für meinen Geschmack. Oh ja, ich bin instant klein hier, genau. You know. Die werde ich auch bestimmt mal einmal wecken. Und immer unten ran. Und dann wieder ausweichen. Haha, zack. Und Hepper. Und down. So, jetzt springen, Freunde. Da kommen nämlich massig Münzen raus. Oh nein, ein Zehner. Scheiß drauf. Nein, ein Zehner. Oh, nee, man muss Einser. Egal. 230 Münzen, Freunde. Oh ja, yeah, das klingt geil, oder? Ja, das klingt nicht nur geil, das ist geil. Aber passt mal auf, wenn ich jetzt hier zweimal verdoppelt, bin ich auf 999. Naja, nee. Nee, ich glaube nicht ganz. Egal. Was nehmen wir denn? Rechts oder links, Freunde? Was sagt ihr? Nach links hat es jetzt in letzter Zeit viel Glück gebracht. Jetzt bringt mir rechts wieder Glück. Oder? Ja! Oh, geil! Massig Kohle, Freunde. So, ich probiert ja jetzt. Ich habe ja noch zwei Versuche, ne? So, rechts war jetzt. Ich sag, jetzt ist es aber wieder links. Ja! Ja! Wie geil! Ne, Freunde, pass auf, das beschleunigt jetzt nicht. Guckt's euch an, wie das Geld wächst. Hier kann man so richtig schön sein Armutszeugnis ausbringen, dass man so geil auf Geld ist. Und jetzt gehe ich natürlich raus. Weil für die paar 80 Münzen da, die mache ich das jetzt nicht mehr. Aber jetzt ist Speed. Wie geil. Finde ich total geil, Freunde. Guckt euch das an. Die Kasse schnellt hinauf und naja. Aber jetzt haben wir noch nicht mal den ansatzweise den ersten Schatz. Also, Freunde, ich würde sagen, da zeige ich, also, damit ihr jetzt so ungefähr wisst, wo das ist, weil ich, nee, ich fange jetzt hier noch nicht an, ich gehe nochmal zurück. Haha, passt auf. Weil, das ist so ein bisschen tricky. In der ersten Welt hat sich jetzt was verändert. Ja, der Strand, der ist jetzt hier unter Wasser, Freunde. Guckt euch das an, ihr seht schon hier Wasser, hä? War doch vorher nicht da. Und das kann ich zeigen, weil jetzt ist nämlich, glaube ich, hier war das ein Secret. Jetzt ist ja hier halt unter Wasser. Jetzt ist ja ein bisschen was anders als vorher, ne? Und ich kann euch auch genau zeigen, was. Ich glaube, einige wissen das schon wieder und andere nicht. Hier ist eine Tür. Genau. Das heißt, wir nehmen einen Schlüssel. Das ist so eine Schlüsseltür, die werden wir öfters noch sehen. Das ist meistens üblich, dass da genau da mal ein Schatz versteckt ist. Finde ich immer ein bisschen fies, aber naja. Und war das hier? Irgendwo hier war da dieser doofe Schlüssel. Ach, scheiße, kommen wir gar nicht ran. So ein Kack. Ich brauche ein Feuerding dazu. Hep. Und Zepp. Und irgendwie finde ich keins. Ach, das doofe Herz schon wieder. Ich brauche ein Feuerdings, ich finde da aber keins. Das ist ja richtig scheiße. Auf die Meise, ich krieg hier die Krise. Hä, wie soll ich denn da unten überall rankommen? Geht ja nicht. Ich bräuchte doch ein Jetpackage zu. Ist das mies. Ja, hier komme ich ja auch nicht durch. Was ist denn das für eine Kacke? Ich brauche hier so ein Stierdingensen oder so. Gebt mir doch mal ein Update, Freaks. Ach, hier genau. Oh, nein, nein, du Arsch. Oh, lass hier ein vernünftiges Update drin sein. Oh, nur ein Knoblauch. Ja, jetzt hätte ich Stier sein können. Ja, dann hätte mir das was gebracht. Komm, lass mal noch ein Knoblauch hier drin sein. Scheiße, ich brauch den Schlüssel, Freunde. Wo war der überhaupt nochmal? Ich weiß das gar nicht mehr. Schon wieder so lange her jetzt. Da, da. Aber die Musik ist sehr beruhigend und sehr chillig. Ich meine, chillig und ruhig ist immer nicht fürs Let's Play, weil ich bin ja auch nicht ruhig, wa? Das müsste man aber von mir gewohnt sein, ne? Direkt mal die Dinger kaputt, die mir richtig auf den Sack. So, da unten ging es nicht weiter. Was mache ich denn jetzt, Freunde? Ich muss da irgendwie rankommen. Wo war denn der Schlüssel? Ich geh mal hier rein. Ist hier was? Ich weiß es echt nicht mehr. Speicherdingensen? Ja. Toll. Das ist ja scheiße. Hm. Eigentlich könnte ich ja was machen, aber... das mache ich eigentlich ungern, muss ich sagen. Nee, passt mal auf, nee, könnt ihr jetzt sagen, ja, ich mach das im nächsten Part und zeige euch dann, dass ich hier offscreen angeblich was gemacht habe. Nee, passt auf, ich zeige euch das mal jetzt noch ganz kurz am Ende des Parts. Passt auf, ich zeige euch mal einen kleinen Cheater-Trick. Ich glaube, das hat irgendwie jeder im Let's Play mal genutzt. Da drückt man 16 mal Select. Ja, klingt komisch, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Und dann erscheint da unten so ein Blöckchen. Und wenn man diesen jetzt mit B gedrückt hält, dann kann man den lenken und hier alle möglichen Attribute verändern. Das mache ich aber nicht, das finde ich ätzend. Ich werde das maximal, sage ich jetzt, so wie es ist, maximal bei der Zeit machen. Und wenn man A und B gleichzeitig gedrückt hat, kann man auch aufs Gesicht. Und wenn man den Start wegnimmt, zack, guckt euch das an. Schon habe ich das nächste Update. Und jetzt muss ich bloß noch rausfinden, wo der scheiß Schlüssel ist. Oh, hier wäre ein Feuer-Update gewesen, Freunde. Okay, hätte ich gar nicht machen müssen. Aber jetzt habe ich es euch mal gezeigt. Jetzt wisst ihr, wie es geht. So, jetzt muss ich mal den Schlüssel finden. Aber das mache ich jetzt nicht. Das mache ich im nächsten Part, Freunde. Also macht das bis dahin gut, haut da rein und ciao!